Hallo und herzlich willkommen zu den Disneyland Paris News vom 16. Juli 2021. Ja, ich habe wieder einige News für euch, aber erstmal gefällt euch das neue News-Intro. Ich arbeite daran, dieses News-Format zu optimieren, schöner zu gestalten. Also lasst mich gerne wissen, ob euch das erstmal schon gefallen hat. Und ja, wir beginnen mit den ersten Neuigkeiten. Die erste Neuigkeit ist, dass die Halloween- und die Weihnachtsseason zurückkehrt. Dieses Jahr natürlich, vorausgesetzt, der Park bleibt geöffnet, aber wir drücken ja alle die Daumen, dass das dieses Jahr nicht passiert und dass wir beides, die Halloween- und die Weihnachtsseason, dieses Jahr genießen können. Die Halloween-Season wird vom 1. Oktober bis zum 7. November stattfinden. Es wird natürlich wieder super schön dekoriert werden, die Disney-Villains kommen aus ihren Löchern gekrochen. Und ja, die Disney-Charaktere werden natürlich auch ihre ganz, ganz tollen Halloween-Outfits tragen. Ich freue mich schon, ich habe es letztes Jahr nicht erleben können wegen den Einreisebedingungen. Die Halloween-Season hat ja noch stattgefunden bis Oktober. Und ich freue mich sehr, zum Saisonstart am 1. Oktober dort zu sein und euch natürlich auch mitzunehmen. Und was ganz besonders oder was mich erfreut hat, aber ich nicht damit gerechnet hätte, ist, dass die Halloween-Party am 31. Oktober stattfinden wird. Ja, es wird eine Halloween-Party geben. Tickets sind bereits auch erhältlich. Ohne Jahreskartenrabatt kostet ein Ticket 89 Euro und es erlaubt nur den Eintritt für diese Party. Also wenn ihr tagsüber vorher noch in den Park wollt, braucht ihr ein zusätzliches Tagesticket oder ihr reserviert euch mit eurer Jahreskarte einen zusätzlichen Tag im Park. Die Tickets können über die Webseite erworben werden. Oder über die Jahreskarten-Hotline oder die generelle deutsche Hotline. Ich habe es auch selbst schon probiert. Einfach anrufen und eure Jahreskarte durchgeben oder sagen, ihr braucht ein Ticket. Dann bekommt ihr das mit Kreditkarte, muss bezahlt werden und es kostet auch Versand. Ich habe ja vor, hinzugehen. Um mir den Versand zu sparen, werde ich das Ticket vor Ort kaufen. Das geht nämlich auch. Und da kann auch der Jahreskartenrabatt direkt angewendet werden. Ihr könnt das natürlich auch ohne Jahreskarte direkt vor Ort kaufen. Ja, und direkt danach folgt auch die Weihnachtsseason. Die startet am 13. November 2021 und geht bis zum 9. Januar 2022. Und da wird es natürlich auch wieder Deko geben, aber nähere Details sind dazu noch nicht preisgegeben worden. Und auch überraschend, es wird eine Silvesterparty geben am 31. Dezember. Mit Feuerwerk oder ohne, das weiß man noch nicht. Wie gesagt, wir müssen alle Daumen gedrückt halten, dass alles so stattfinden wird, wie es geplant ist. Alle Seasons, alle Partys. Denn ja, letztes Jahr ist das ja alles ins Wasser gefallen. Die zweite Neuigkeit ist eine kleine Neuigkeit. Das Fuente del Oro, das ist ja das Schnellimbiss-Restaurant, das mexikanische Schnellimbiss-Restaurant gegenüber vom Big Thunder Mountain. Das hat ein neues Menü, das blende ich euch natürlich jetzt auch ein. Und das eine oder andere werde ich testen, denn ich freue mich sehr auf die Margaritas. Und die dritte Neuigkeit ist, dass weitere Disney-Hotels öffnen. Naja, am 13. Juli hat bereits die David Crockett Ranch geöffnet. Da werde ich ja auch nächste Woche übernachten. Aber ich habe bereits ein komplettes Video zu der David Crockett Ranch gedreht. Verlinke ich euch gerne bei dem i. Wenn euch die David Crockett Ranch interessiert, das ist echt ein Zungenbrecher. Ist wirklich super schön. Man braucht zwar ein Auto, um dahin zu kommen und auch zum Park zu kommen. Es gibt keinen Shuttle. Aber wenn man bis zu 6 Personen übernachtet, kann es wirklich sehr günstig sein. Man hat seine Ruhe, man ist sehr ländlich. Aber das werdet ihr natürlich alles in den Vlogs von nächster Woche sehen. Dann am 23. Oktober öffnet auch das Santa Fe und am 1. Dezember auch noch die Sequoia Lodge. 1. Dezember Sequoia Lodge. Und die David Crockett Ranch geht in die Winterpause vom 10. November bis zum 31. März. Ja, kommen wir zu einem Thema, was wieder etwas mehr behandelt werden muss, zum Neuigkeit Nummer 4, und zwar das Thema Jahreskarten. Ich habe es ja schon in meinem letzten Video erwähnt, die Jahreskarten können ab 15. Juli wieder erworben werden und das ist ja jetzt der Fall. Und jetzt sind erstmal die neuen Bedingungen rausgekommen. Erstmal die Preise bleiben gleich, die haben sich erstmal nicht verändert, aber es kommen noch ein paar Vertragsänderungen, Bedingungen, wie man das auch nennen kann. Also, wenn ihr es verlängert, also ihr habt schon eine Jahreskarte und würdet gerne verlängern, war es ja bisher so, dass ihr 4 Monate gratis on top bekommen habt, also insgesamt 16 Monate die Jahreskarte, dann die neue hattet. Das fällt weg, stattdessen bekommt ihr aber 15% Rabatt auf die Jahreskartenverlängerung. Und die Jahreskarte, wie auch zuvor, kann man ab
zwei Monate vor Ablauf der Jahreskarte verlängern. Also 2 Monate bevor das da, bevor die Jahreskarte abläuft, könnt ihr sie verlängern. Und was auch wegfällt, ist, es gab vorher, wenn man 5 Jahreskarten, jetzt man ist eine Familie und hat 5 Jahreskarten gebraucht, gab es vorher 20% Rabatt, der fällt auch weg. Und es fallen einige Vorteile der Infinity-Jahreskarte weg. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, weil das waren ganz besondere Vorteile. Es wird keine besonderen Plätze mehr für Paraden und Shows geben, auch nicht für das Feuerwerk. Natürlich finden die gerade nicht statt, aber falls sie wieder stattfinden, fand ich das wirklich eine ganz, ganz tolle Idee für diese VIP-Plätze, vor allem fürs Feuerwerk, das war direkt vom Schloss, also da habe ich ein kleines weinendes Auge, dass es die nicht mehr geben wird. Dann wird es auch keinen Zugang mehr zu den Disney-Pools geben. Vorher konnte man sich ja einfach über eine Website einen Timeslot oder einen Tag reservieren, weil man gerne in irgendeinen Disney-Pool hätte gehen wollen. Ich habe es nie benutzt, muss ich sagen, aber ich glaube, andere haben es ja schon mal benutzt. Das fällt auch weg, natürlich einerseits Corona-bedingt, andererseits weiß ich nicht, ich vermute wegen Corona und dass die Pools halt nicht zu voll laufen und dass man das tracken kann. Dann wird der exklusive Infinity-Parkplatz, das ist ja der ganz vorne hinter der Schranke, da kriegt man ja einen Code und dann darf man ganz, ganz vorne parken als Infinity-Kartenhalter. Der wird auch erstmal wegfallen, ob längerfristig oder wegen den Bauarbeiten. Es wird ja zurzeit, werden ja die Solarpanels über dem ganzen Parkplatz gebaut, also so Dächer mit oben mit Solarpanels. Ob es nur wegen den Bauarbeiten ist oder ob es dauerhaft sein wird, das kann ich euch leider nicht sagen. Parken wird doch weiterhin kostenlos sein für die Infinity und auch für die niedrigeren Jahreskarten. Aber die genauen Bedingungen, die aktuell sind, könnt ihr euch natürlich unten, packe ich euch den Link in die Infobox der Jahreskartenseite und da findet ihr auch nochmal alle Bedingungen, die jetzt gerade aktiv sind für die neuen Jahreskarten, findet ihr ja bei dem Link. Dann wird es auch kein Aperitif mehr bei Tischrestaurants geben. Zuvor gab es ja, ihr habt eure Jahreskarte gezeigt im Restaurant, dann gab es einen alkoholfreien Cocktail. Es war einfach ein Saft mit bisschen Grenadine drin. Aber war immer ganz nett, man hatte schon was zu trinken bekommen und musste dann irgendwie nur Leitungswasser oder so bestellen und hatte schon irgendwie was Süßes zu trinken. Fand ich immer ganz nett. Wird jetzt auch leider wegfallen. Und auch Rabatte beim Golfplatz. Hab den Golfplatz noch nie benutzt, aber dem ist so. Und ja, die Änderungen betreffen aber wohl erst neu gekaufte Jahreskarten ab dem 15. Juli 2021. Ob es jetzt noch für die Jahreskarten gilt, die man jetzt noch hat, also wie zum Beispiel meine, weiß ich nicht. Werde ich natürlich alles testen, ob ich jetzt noch ein Aperitif kriege im Restaurant. Wir sind ja nächste Woche in einigen Restaurants. Werde ich natürlich testen und euch in den Vlogs berichten. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, dass ihr auch kein Video mehr verpasst. Aber es gibt einige Vorteile, die noch bleiben gegenüber zum Beispiel der Magic Plus. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Weiterhin bei der Infinity hat keine Blackout-Tage. Also man kann 365 Tage im Jahr in den Park gehen. Bei der Magic Plus sind ja einige Tage geblockt, wo man nicht in den Park kommt. Weihnachten und Halloween zum Beispiel 30. und 31. Oktober und 25. bis 31. Dezember. Das sind die Tage, wo ihr mit der Magic Plus nicht in den Park kommt, aber mit der Infinity. Und man kann die Sperrtage auch nicht mehr mit einem Disney-Hotel umgehen. Das heißt, wenn ihr eine Magic Plus habt und dachtet, oh, ich buche jetzt das Disney-Hotel, um dann an Halloween in den Park zu können, ist nicht mehr, das ging früher, haben sie auch gesperrt. Das heißt, ihr braucht dann eine Pauschale für Halloween oder müsst euch separate Tagestickets kaufen. Und auch das Parken ist nicht mehr kostenlos an den Sperrtagen. Also sagen wir mal, ihr habt die Magic Plus, kauft euch jetzt das Halloween-Party-Ticket für den 31. Oktober, möchtet nur für die Party hin, dann müsst ihr auch das Parken dazu bezahlen. Ja, die Freundestickets sind natürlich immer noch in der Magic Plus und auch in der Infinity vorhanden. Jedoch gibt es auch eine kleine Änderung bei denen. Und zwar gibt es jetzt einen Hauptsaisonpreis und einen Nebensaisonpreis. Ich werde euch das unten nochmal alles in der Infobox auflisten, weil die ganzen Zahlen, die jetzt kommen, sind ein bisschen kompliziert. Also wie gesagt, ich werde es unten nochmal alles auflisten, damit ihr auch einen guten Überblick habt. Aber
die Infinity, das Infinity Freunde-Tickets in der Nebensaison kostet 37 Euro und bei der Magic Plus ja 42 Euro. Und in der Hauptsaison wird das Ticket jetzt 52 Euro kosten bei der Infinity und bei der Magic Plus 57 Euro, also immer 5 Euro mehr bei der Magic Plus, so kann man sagen. Und jetzt nenne ich euch die Daten, wo Disney seine Hauptsaison datiert, also wo ihr den teureren Preis bezahlen müsstet. Wie gesagt, unten nochmal alles in der Infobox, ich zähle sie jetzt aber auf. Hauptsaison sind für Disney 24. bis 28. Juli der komplette August, 4., 11., 18. und 25. September, 2., 3., 9., 10., 16. und 17. Oktober, 23. Oktober bis 3. 11., also bis 3. November. Und ab 3. November gibt es noch keine Daten und es wird auch gegebenenfalls eine Preiserhöhung stehen, eine Preiserhöhung geben. So steht es auf jeden Fall im Kleingedruckten, dass Preise und Daten bis ab 3. November noch nicht garantiert sind. Ja, viele Zahlen. Was natürlich der Vorteil ist, zur Infinity gegenüber der Magic Plus sind die Rabatte. In den Shops habt ihr 20% mit der Infinity, mit der Magic Plus nur 10%. Und auch in den Restaurants habt ihr mit der Infinity 15% Rabatt und mit der Magic Plus und der Magic Flex nur 10%. Ja, der Fotopass bleibt weiterhin kostenfrei für die Infinity-Jahreskartenhalter. Bei der Magic Flex kostet er 65 Euro pro Jahr und bei der Magic Plus 59 Euro. Was auch noch drin bleibt, ist weiterhin die gratis Gepäckaufgabe für 3 Gepäckstücke pro Tag bei der Infinity und einmal am Tag ein Kinderwagen oder ein Rollstuhlverleih ist auch möglich mit der Infinity. Ja, das waren jetzt sehr, sehr viele Informationen zur Jahreskarte. Ich hoffe, ihr konntet alles aufgreifen. Wenn irgendwelche Fragen dazu noch bestehen, gerne einfach unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche sie zu beantworten. Schaut auch auf der Website vorbei oder in der Infobox, wenn ihr die genauen Daten sehen wollt. Ja, zu Neuigkeit Nummer 5, die ist auch sehr schnell abgehandelt. Und zwar die neue Show, die habe ich ja in dem letzten News-Video schon mal erwähnt. Die Disney's Dream Factory Show in den Walt Disney Studios. Da kann man sich jetzt Tickets mit der Mastercard reservieren. Also man kennt das Prinzip schon von anderen Shows in den letzten Jahren. Man geht zur City Hall oder zum Infodesk in den Walt Disney Studios, zeigt seine Mastercard vor und dann kann man, glaube ich, bis zu 5, also bei der Anzahl bin ich mir jetzt unsicher, aber bis zu 5 Tickets bekommen für die Show und dann hat man besondere Plätze. Also die sind relativ mittig, man sieht super schön auf die Show. Und man muss sich nicht ganz so früh anstellen. Also, wenn ihr eine Mastercard habt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, die neue Show sich mit den Mastercard-Tickets anzuschauen. Ist übrigens auch kostenlos. Ja, News Nummer 6. Der Sale im Disneyland Paris geht immer noch bis zum 27. Juli mit Rabatten bis zu 70%. Also, wenn ihr bis 27. Juli da seid, auf jeden Fall durch den einen oder anderen Shop schlendern und schauen, ob der ein oder andere Merch für euch dabei ist, den ihr euch unbedingt kaufen wolltet und jetzt zum Glück reduziert ist. Worauf ich ja auch letzte Woche schon im News-Video eingegangen bin, sind die Standby-Pässe. Gestern wurde der Standby-Pass das erste Mal bei Crush Coaster sozusagen eröffnet und ich habe Bilder gesehen, war relativ chaotisch und ich muss was korrigieren von letzter Woche. Und zwar, für die Attraktionen wird der Standby-Pass jetzt Pflicht. Das heißt, also ich zeige euch hier mal ein Bild von der Disneyland Paris Karte. Wenn ihr dieses grüne Symbol bei einer Attraktion seht, jetzt wie bei Crush Coaster, könnt ihr euch nur noch anstellen, wenn ihr einen Standby-Pass gebucht habt. Also das war mir auch neu und ich muss sagen, ich finde das richtig blöd. Also ich möchte das SCH-Wort jetzt nicht sagen, aber ich finde das wirklich blöd. Weil es ist ein bisschen wie bei der Limebirdie-App, es wird jetzt totales Chaos vor der Attraktion entstehen, weil es sehr, sehr viele Leute gibt, die jetzt nicht auf Social Media unterwegs sind, auf Twitter, auf YouTube hier sowas sehen und dann vor der Attraktion stehen, wollen die fahren, haben sie einen Standby-Pass? Was ist das? So, ne? Ich habe so viele Leute gesehen, die bei der Limebirdie-App schon verwirrt waren, einfach nur den Charakter treffen wollten und nicht wussten, was sie da mit dieser App machen sollen. Und der Cast-Member hat gefühlt 35.000 Mal am Tag dieses Prozedere wiederholen müssen. Und jetzt den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich nochmal anzustellen. Klar, Crush hat jetzt viele Wartezeiten. Und ich habe auch gesehen, jetzt beim ersten Tag, wo dieses Standby-Pass-Dings eingeführt wurde, wurde die Wartezeit auch halbiert. Aber du musst ja auch erstmal diesen Pass bekommen. Und ich habe auch gehört,
Ich weiß jetzt die Uhrzeit nicht, aber die stehen in meiner App, wann der Pass verfügbar sein wird. Ich glaube 13, 15, 11:30 Uhr, 13 und 15 Uhr. Aber da möchte ich jetzt keine Garantie geben. Da müsst ihr in der App nachschauen. Und wenn ihr da 5 Minuten zu spät seid, dann sind alle Standby-Pässe weg und dann könnt ihr euch bei Crush auch nicht mehr anstellen. Und ich finde, das nimmt auch ein bisschen so die Flexibilität. Klar, du hattest, wenn du einen Fastpass vorher hattest, hattest du auch eine Uhrzeit. Aber jetzt, also, dann hast du da auch eine Uhrzeit, aber da musst du ja trotzdem noch länger anstehen. Also, es ist nicht ein Fastpass, wie wir den kannten, sondern man bucht sich halt einen Slot, einen Zeitrahmen, um sich in eine Warteschlange anzustellen, in die man sich auch sonst hätte anstellen können, vielleicht ein bisschen länger. Aber man braucht jetzt diesen Standby-Pass, um sich überhaupt in die Warteschlange von Crush anzustellen, was ich wirklich nicht gut finde. Und wenn das jetzt noch bei anderen Attraktionen kommt, das finde ich ganz schön. Also finde ich echt, also ich weiß nicht, ob ich dann die Attraktion fahre, aber ich bin ja auch oft da. Aber für Leute, die jetzt einmal im Jahr da sind und jetzt unbedingt Crush fahren wollen, aber von dieser App nichts wissen, wann die Uhrzeit, dann sind sie zu spät, weil sie, keine Ahnung, gerade was gefahren sind oder sonst was gemacht haben. Also ich finde, das wird sehr, zu sehr, sehr viel Frust bei den Gästen führen. Aber ich möchte es, also wollte es jetzt nochmal korrigieren. Ich werde es nächste Woche natürlich auch einmal testen. Aber also, ich finde es nicht gut. Aber ihr könnt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben. Ja, jetzt kommen wir zur letzten News und wahrscheinlich der heiß diskutiertesten News, und zwar dem Health Pass, dem Gesundheitspass für Disneyland Paris. Macron hat ja am Anfang der Woche, war es glaube ich, verkündet, dass alle französischen Freizeitparks jetzt einen Gesundheitspass brauchen. Übersetzt heißt es einfach nur das, was in Deutschland schon gab. Ihr braucht Nachweise, um den Park zu betreten. Welche genau, die zähle ich euch jetzt nämlich auf. Also, ihr braucht entweder in digital oder in Papierform. Und ich pack euch den Link, wo ich das jetzt gerade ablese, unten in die Infobox. Das ist von Disneyland Paris offiziell in Französisch. Man kann sich die Seite aber auch übersetzen lassen, ist gar kein Problem. Also, wie gesagt, ich lese das jetzt von der Disneyland Paris Seite ab. Und ihr könnt das gerne nochmal unten im Link nachlesen. Also entweder braucht ihr einen Nachweis, digital oder Papierform, über eine vollständige Impfung, 2 Wochen nach der zweiten Injektion für Doppel-Injektionsimpfstoffe, Pfizer, Moderna oder AstraZeneca. Ich verstehe daraus, dass keine Kreuzimpfungen erlaubt sind. Das verstehe ich daraus. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht, also wenn ihr erst mit Astra geimpft wurdet und dann mit BioNTech, ob das erlaubt ist, keine Garantie. Da bitte bei der Hotline nachfragen. Dann, oder halt, also entweder vollständige Impfung, die 2 Wochen her ist, oder 4 Wochen nach der Johnson & Johnson Impfung, oder 2 Wochen nach der Impfung, wenn ihr schon mal infiziert wart mit Corona. Dann braucht ihr nur eine Impfung. Die muss aber auch 2 Wochen her sein. Wenn ihr gar nicht geimpft worden seid, dann braucht ihr einen negativen PCR-Test oder Antigentest, der weniger als 48 Stunden her ist. Also PCR und Antigen sind möglich. Oder ihr braucht einen Nachweis, dass ihr in den letzten 6 Monaten Corona hattet. Also das ist auch in Ordnung. Also ich weiß, dass man einen PCR-Test im Village machen kann. Dafür muss man sich einen Termin buchen. Kostet zwischen 50 und 60 Euro. Ob man einen Antigentest vor Ort machen werden kann, zurzeit ging das nicht. Ob die jetzt eine Teststation einrichten in den Hotels oder im Village oder so, weiß ich nicht. Das werde ich in den Vlogs nächste Woche herausfinden und euch natürlich berichten und vielleicht noch ein News-Video machen nächste Woche. Aber weiß ich nicht, ob genug News kommen. Ansonsten werde ich natürlich in den Vlogs darüber berichten. Ja, wie viele haben mir nämlich geschrieben, wo mache ich denn den Antigentest dann, ne, wenn ich länger als 48 Stunden vor Ort bin? Ihr könnt einfach in der französischen Apotheke vorbeischauen. Einmal mit dem Auto oder mit der Bahn nach Val d'Europe fahren ins Einkaufszentrum und dann da sich eine Apotheke suchen und da den Antigentest machen. Kostet aber auch. Also es ist nicht wie jetzt bei uns in Deutschland, dass der Antigentest kostenlos ist. Da kostet er um die 29 Euro pro
Test. Also das bitte mit einberechnen, wenn ihr nach dem, achso, ich habe das Datum gar nicht gesagt, war das Eintritt. Ab dem 21. Juli, ich schaue nochmal nach, ja, ab dem 21. Juli braucht ihr diesen Nachweis. Also wenn ihr nach dem 21. Juli vor Ort seid, müsst ihr das mitnehmen. Und wie gesagt, Antigentests könnt ihr in Apotheken machen, wenn die keine Teststation einrichten. Kann sein, aber kein Versprechen. Und wer alles diesen Gesundheitspass vorlegen muss, ab dem 21. Juli Erwachsene ab 18 Jahren. Und ab dem 30. August gilt das auch für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren. 30. August, Kinder zwischen 12 und 17 Jahren. Kinder unter 12 Jahren sind von diesen Maßnahmen nicht betroffen. Ja, es ist eine Änderung, die jetzt in Kraft tritt. Ich persönlich habe mich sowieso gewundert, warum Disneyland Paris das nicht von Anfang an macht oder gemacht hat, weil in deutschen Parks war das ja auch gang und gäbe und man hat sich eigentlich dran gewöhnt. Warum das Disneyland Paris, also warum sie das jetzt machen, ne, weiß ich nicht, aber ich finde es gut, dass die es jetzt machen, weil die Zahlen steigen überall in Europa und das hilft einfach ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass der Park nicht wieder schließen muss. Deswegen, ich finde es eine gute Maßnahme. Ich bin es ja jetzt auch schon gewohnt von den ganzen deutschen Freizeitparks. Aber ich weiß, dass viele, wahrscheinlich auch jetzt in den Kommentaren, mir dagegen stimmen werden und ihre Meinung dazu preisgeben werden. Das könnt ihr auch natürlich. Ich bin kritikfähig. Ihr könnt auch einfach eure Meinung freien Lauf lassen. Auch das zu den ganzen anderen Themen könnt ihr natürlich immer eure Meinung freien Lauf lassen und auch unten in den Kommentaren mit anderen Leuten diskutieren. Ich bin froh über eure Meinung und wie ihr das Ganze seht. Ihr kennt jetzt meine Meinung und genaueres werde ich natürlich nächste Woche in Erfahrung bringen, wegen den Testzentren, wie das ablaufen wird an den Eingängen, wie schnell das laufen wird. Seht ihr natürlich dann alles in den Vlogs. So, das war das News-Video von dieser Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Und ich würde mich trotzdem über ein Like freuen, auch wenn die Neuigkeiten jetzt nicht so berauschend sind. Aber es sind ja halt die Neuigkeiten aus dem Disneyland Paris. Und denkt dran, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!